Servus LinkedIn, Servus YouTube. Ich habe wieder was Neues im Angebot, in Anführungszeichen. Es handelt sich hierbei um eine Justierstrebe für Fertigteile oder sowas, ne, die man dann anbringen könnte. Und meine Frage ist eigentlich überhaupt erstmal, braucht es jemand? Soll ich das überhaupt veröffentlichen? Wenn ja, dann bitte in den Kommentaren reinschreiben. Wenn nicht, dann vielleicht auch in die Kommentare reinschreiben. Wäre gut, wenn ich da Feedback bekommen würde. Ja, und ansonsten kann ich das natürlich kostenfrei veröffentlichen. Wenn es einen Hersteller gibt, wo ihr sagt, da gibt es extra Hersteller, die haben da bestimmte Maße, dann bitte auch entweder mir die Hersteller mitteilen oder den Hersteller mitteilen, dass da was gibt. Vielleicht hier markieren. Und dann kann man das Ganze, ja, vielleicht arrangieren, dass auch der Hersteller hier seinen Platz bekommt. Ja, jetzt mache ich erstmal meinen Kopf weg, weil sonst seht ihr das Animationsfenster nicht und ihr habt in der Zeit wieder Zeit, das Ganze zu liken oder disliken und zu kommentieren. Und ja, ansonsten gibt es sowieso 7 Jahre schlechtes BIM. Und jetzt kann man raus. So. Also wir haben hier 4 Fenster, einmal den Grundriss, einmal Seitenansicht, einmal die Animation und einmal auf den Blick der Legende. Ich kann natürlich diese Justierstreben jetzt doppelklicken und sagen, ich brauche hier 4 Stück und mit einem Abstand von 0,5 vielleicht und oder von 2 Metern, je nachdem. Und dann werden die natürlich angebracht. Wenn ich das Ganze schließe, dann schauen wir hier auf die Menge. Also erst, wenn wir das geschlossen haben, dann wird die Menge hier erhöht. Geht natürlich auch mit dem Report. So, jetzt haben wir hier die Justierstrebe. Die Länge haben wir. Der Hersteller ist neutral, 4 Stück JST1. Auch hier im Kurztext werden die 4 Stück angezeigt. Natürlich können wir hier noch Löcher ein oder justieren, ja, den Mittelpunkt des Loches vielleicht antackern, vielleicht per Fadenkreuz. Auch hier ist es möglich, wenn es denn jemand braucht und wenn es für jemanden nützlich ist. Ansonsten natürlich nicht. Ja, und den Winkel, den können wir entweder hier eintippen, sagen wir mal 60 Grad, dann sehen wir, dass hier die 60 Grad gleich die Veränderung vorgenommen wird. Oder wir nehmen den Slider einfach mit und können das Ganze auch so sliden, wenn man denn möchte, ne? Die Länge ist auch individuell, die kann ich zum Beispiel auf 2 machen. Den Durchmesser könnte ich jetzt auf mal ein bisschen schlanker machen. Ja, genau. Und den Abstand kann ich natürlich ändern. Ich kann das Anschlag. Modul könnte ich zum Beispiel auf 15 hier verändern. Den Verbinder, also der Verbinder ist dieses Teilchen hier. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, das ist jetzt 0,20. Aber ich setze es mal wieder zurück. Genau, das war es eigentlich auch schon. Jetzt dürft ihr in die Kommentare was reinschreiben. Wer braucht es, wer braucht es nicht. Wenn es keiner braucht, dann brauche ich es auch nicht veröffentlichen. Das kostet mir bloß Arbeit und Zeit. Servus, ciao, euer Peter.